Ich bin der Flemur Scholle. Wir haben den Dienstag, den 2. November 2021, Aufgabe Nummer 11a. Und zwar haben wir da folgende Formel, und zwar haben wir a gleich mal n plus 1 mal 2n plus 1 geteilt durch 6. Das heißt, a, das ist die Anzahl Figuren. Nennen wir es f. Die Anzahl Figuren, wobei a wegen der Anzahl. Und n, das ist die Höhe. Und das nenne ich jetzt h für Höhe. Wir haben hier zum Beispiel die Höhe 1. Das sieht dann so aus. Höhe 2 sieht folgendermaßen aus. So sieht Höhe 2 aus, und Höhe 3 sieht entsprechend so aus. Also wir nehmen eine Art versetzte Darstellung von diesen Figuren. So sieht das ungefähr aus. Jetzt sehen wir, da haben wir zum Beispiel die Höhe 1, bei der Höhe 1, Höhe 2 und Höhe 3. Höhe 1 haben wir eine Figur. Ich könnte das sonst gerade mal mit dieser Formel ausprobieren. Wenn es das wirklich 1 gibt, dann haben wir noch eine 1 mal 1 plus 1 mal 2 mal 1 plus 1. Geht er durch 6. Und das ist wiederum 1 mal 2 mal, und da nehmen wir dann 2, 3. Geht er durch 6, und da ist dann 6, geht er durch 6, und es gibt wieder 1. Also ist das richtig. Dann machen wir das gleiche mit Höhe 2. Dann haben wir da 2 mal 2, also ich setze hier oben die Formel ein. 2 plus 1 mal 2 mal 2 plus 1. Und geteilt durch 6, und das ist dann wiederum 2 mal 3 mal 4 mal 5, geteilt durch 6, und dann fällt hier 2 und 3 weg, und 6 fällt weg, und das geteilt durch 5. Das heisst, hier haben wir als f Anzahl Figuren 5, stimmt das? Ich kann es nachzählen und sehen, doch, das stimmt. Und nachher sind es dann wahrscheinlich 11. Weil da ganz unten haben wir dann 3 nach hinten und 3 Zeiten. Das ist 3 mal 3, also 9 Stück. Na, da müssen wir jetzt kurz sein. Dann haben wir 3 mal 3 plus 1 mal 2 mal 3 plus 1 geteilt durch 6. Und das ist wiederum
Und 3 mal 4 mal, und dann 6 plus 1 ist 7, gibt einfach 6. Und das gibt 14. 3 mal 4, das ist 12. Oder wir können das auch so rechnen, 3 mal 2 mal 2 mal 7. Geht auch durch 6, dann fällt auch 3 und 2 weg und dann haben wir 2 mal 7, das ist 14. Ja, das stimmt schon, 5 und 9, 5 und 9 geht 14, f ist doch 14. Gut, jetzt haben wir das mal ausgerechnet, so sieht das aus. Und jetzt ist die Frage, beim 11 Jahr, wie viele Figuren braucht es, um die Höhe 10 nach dem gleichen Muster aufzubauen? Da haben wir also F, ja, die Höhe 10. Dann ist es 10 mal, und man kann die Formel noch mal hinschreiben, und sonst 10 plus 1 mal 2 mal 10 plus 1 gibt einfach 6. Und das gibt 10 mal 11. Mal, und 2 mal 10 ist 20, plus 1 ist 21, gibt einfach 6. Und das ist 110 mal 21. 110 mal 21 gibt einfach 6. Das kann man so rechnen, 100 plus 10 mal 20 plus 1 gibt einfach 6. Und das ist dann 2 mal 100 ist 200, 2000. 100 mal 1 ist 100. 10 mal 20 ist 200. Plus 10 mal 1 ist 10. Geht einfach 6. Das gibt 2310. Geht einfach 6. Was gibt das? Können wir das auch ohne Taschenrechner rechnen? Ja, aber das geht jetzt da nicht. Wir teilen es durch 2, oben und unten, dann haben wir die Hälfte von 2310 geteilt durch die Hälfte von 6, also geteilt durch 3. Und nachher haben wir oben dran ein 5 hinten und dann teilen wir die Zahl so auf, dass wir am Schluss. Ich zeige es schon kurz auf. Wir können das folgendermaßen machen. Wir können sagen, nehmen doch hier die Hälfte, dann haben wir 1150, 1160. Das ist 1150, 1155. Das ist die Hälfte. Das gibt einfach 3. Und jetzt schauen wir uns die Zahl an und dann sagen wir uns, gut, wenn wir 1140 plus 15, 15 ist eine Dreierzahl, und jetzt 1140, wo ist da die Dreierzahl? Da können wir mal 900 wegnehmen. Das heisst, wir teilen jetzt auf 900 plus 240 plus 15 und dann ist das auch eine Dreierzahl, 240. 24 ist eine Dreierzahl. Ja, das ist 8 mal. Dann können wir das nachher ausrechnen und dann haben wir da 900 geht einfach 3, das geht 300. 240 geht einfach 3, das geht 80. Dann am Schluss noch 15, der 3 geht 5. Stimmt das? Das stimmt. Dann haben wir noch 385, also das Resultat, das wir vorher schon hatten. Gut.